Die EU verhängt Sanktionen gegen die Führung des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergei Skripal im März 2018 in Großbritannien. Der Ex-Agent Skripal und seine Tochter werden im südenglischen Salisbury bei einem Giftgasanschlag schwer verletzt. Den Giftstoff identifizieren britische Ermittler später als Novichok, das in der ehemaligen Sowjetunion entwickelt wurde. Die britischen Behörden veröffentlichen Bilder von zwei Männern, die die Attacke ausgeführt haben sollen. Bei ihnen handelt es sich den Angaben zufolge um einen hochdekorierten Militärarzt und einen Agenten des Militärgeheimdienstes GRU. Die beiden Männer erklären später im russischen Fernsehen, sie seien als Touristen nach England gekommen, um die Kathedrale von Salisbury zu sehen. Die russische Regierung weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. Russlands Präsident Putin bezeichnete Skripal allerdings schon früher als Vaterlandsverräter und Dreckskerl.